in der Ecke von El Ghami, dessen Trainer. Die Haarpracht hat sich nicht verändert. Zu Glanzzeiten einer der stärksten Fighter, weil so extrem unangenehm zu kämpfen. Thomas Latki. Ich denke, die älteren Kampfsportfans werden ihn noch kennen. War auch bei der Super League, bei dem TV-Format aktiv. Mal schauen, ob Umut Yumuk es vielleicht besser machen kann als sein Bruder, der vorhin eine Niederlage kassieren musste. Da hatte Yumuk die Linke gefangen. Da muss er wieder nachgesetzt. Von El Ghami. Ja, jetzt. Oh, das sieht. Oh, das sieht wieder aus für Yumuk. Ja, ja, ja. Stabile Doppeldeckung, aber trotzdem kommt El Ghami da durch mit den Treffern. Ei, ei, ei. Da waren die ersten Aktionen auf der Seite von Umut Yumuk. Und dann nach dem gesprungenen Knie der direkte Konter von El Ghami. Vorteil in der Reichweite. Kann man gut sehen. Vor allem den Beinen natürlich. Nicht nur, weil es einen längeren Oberkörper hat, sondern weil er die längeren Beine hat. Oh, Spinning Backkick von El Ghami. Und die rechte dreht von El Ghami wieder. Und dann stellt da wieder Yumuk an den Seilen. Der Potsdamer muss sich da wegbewegen. Da steht er in der Ecke. Und das. Oh! Ist natürlich dann das Ergebnis. Er bietet ein festes Ziel für El Ghami. Ja, ich denke, der Kampf wird nochmal freigegeben vom Ringrichter. Wir haben noch 10 Sekunden in dieser ersten Runde. Aber das ist ganz, ganz schwer für den Pforzheimer hier. Kann er das noch überstehen oder kriegt er noch den Treffer? Das hat sich Yumuk auch ganz anders vorgestellt. Es hat so gut angefangen für den Pforzheimer mit dem gesprungenen Knie. Dann wurde er aber, hier sehen wir es nochmal, danach wurde er direkt konter, die rechte, die linke sofort hinterher von El Ghami. Und ab da war der Schützling von Thomas Latki komplett am Drücker. Und da konnte Yumuk hier aus der Ecke gar nicht mehr raus. Und das, wie gesagt, das ist natürlich dann extremst schwierig, das Ganze. Wenn du da in der Ecke als Kämpfer stehen bleibst, dich nicht rausbewegen kannst, das sagt sich natürlich immer so einfach, wenn man auf dem Kommandatorenplatz sitzt. Aber dass man da halt auch runtergeht, das lässt sich schon fast nicht mehr vermeiden. So, die zweite Runde zwischen Umut Yumuk, der Kämpfer mit den schwarz-roten Hosen, und Abdul Ghami, der Mann vom TKBC Zug, der eine starke erste Runde hingelegt hat. Oh, jetzt kommt wieder Yumuk hier, die rechte war ganz gut. Und hat mit der linken da hinten hinterher. Signalisiert seinem Gegner, komm, du kannst mir nur auf den Oberschenkel kicken. Das bedeutet aber auch, der hat den Kick gemerkt. Jetzt dreht El Ghami wieder auf. Für Yumuk wird es natürlich schwierig, weil er muss in Bewegung bleiben. Er darf nicht dieses stehende Ziel bieten, wie jetzt gegen Ende der ersten. Die Kombination mit den Fäusten und das Knie da hier. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss er weg. Oh, Yumuk muss da weg, sonst wird das. Ah, da muss er schwer durchatmen. Schwere Momente hier für Umut Yumuk in diesem Duell. Er hat die Backfist versucht, aber da hat die Distanz nicht ganz gestimmt.
Klar, durch die harten Treffer, da kommen natürlich auch die Aktionen nicht mehr so schnell, wie man das von Jumuk eigentlich kennt. Zu haben. Das hat wieder, wie zu Beginn des Kampfes, hat gut angefangen in der Runde für den Pforzheimer. Dann kam Elgam mit harten Treffern. Und da sind die Momente, wie gesagt, es sagt sich so einfach vom Kommentatorenplatz aus, da muss er sich wegbewegen, aber im Endeffekt ist es auch nichts anderes. Die dritte Runde im Duell zwischen Umut Yumuk und Abdu El Ghami. Zwei richtig actiongeladene Runden haben wir schon hinter uns. Backkick hier von El Ghami. Und jetzt hat er wieder Yumuk in der Ecke. Schöner Spinning Back Kick von Yumuk. Hat sich wieder gut gefangen in dieser Runde. Second out, round four.
die vierte Runde jetzt. Versuch leider nicht ins Ziel gefunden. Aber muss uns Jumuk zugute halten. Er hat ein großes Kämpferherz gerade nach den beiden ersten Runden. Der Pforzheimer gibt ihn nicht klein bei. Das zeichnet halt eben auch einen richtigen Kämpfer aus. Ja, das bin ich Backkicker war halt auch nicht im Ziel. Aber es sind schon gute Aktionen, das zeigt. Jumuk ist noch da. Ich glaube doch noch an seine Chance, auch wenn es natürlich extrem schwierig wird. Aber da wird Jumuk wieder runtergeschickt und das sieht jetzt überhaupt nicht gut aus. Eieiei. Nein, der kommt da nicht mehr hoch. Da kommt er nicht mehr hoch, der Pforzheimer. Aus in der vierten Runde. In round four is the man in the blue cover, Abdul.